Hallo ihr Lieben, ich packe jetzt gerade und es ist echt viel Kram, was man für einen Workshop immer braucht. Also wer schon mal einen Rohkost-Workshop gemacht hat, der weiß, dass einfach so viele Geräte und Kleinkram und dass man denken muss und so viele Lebensmittel, die wir jetzt auch aus Deutschland teilweise nehmen, weil sie dort entweder nicht gibt oder einfach viel zu teuer sind. Ich zeige euch jetzt gleich, was alles dabei ist. Aber ich wollte noch erzählen, die Katrin, mit der ich Mittag gegessen habe, wir haben dann noch die komplette Planung gemacht für den Yoga-Teil, für die Meditationen und einfach für die Einführung, den Abschluss des Retreats. Und so von dem Konzept und so von der Planung ist einfach so genial und es geht irgendwie alles so auf, wie ich es in meinem Kopf irgendwie vage in der Idee hatte und jetzt einfach das mit anderen Menschen so zu konkretisieren und dann auch bald zu manifestieren, ich freue mich so sehr darüber. Einfach dieser Aspekt der Selbstliebe kommt also in Kundalini-Yoga total schön, einfach nicht so theoretisch durch Techniken oder so, sondern einfach durch Musik, durch Bewegung, durch auch schöne Affirmationen und einfach wunderschöne Melodien und Meditationen. Also es wird so, so schön. Und ich bin einfach, ja, wir waren einfach beide so beseelt und so glücklich, einfach das planen zu können. Und haben uns da wirklich was Schönes überlegt. Also Katrin hatte einfach ganz, ganz tolle Ideen, die sie damit eingebracht hat. Einfach ganz viel zur Entgiftung zu machen, was für die Leber, für die Nieren, für den Magen, für den Darm. Aber dann auch immer mit diesem Schwerpunkt eben Selbstliebe, Selbstannahme. Und dann haben wir eine Meditation, die wir täglich machen. Die ist richtig wunderschön. Also ich hatte das heute gehört und mir kurz angeschaut. Sie hat mir gezeigt, wie man die Bewegung dazu macht und ich hatte echt Gänsehaut. Und ja, wir werden das ja auch ein bisschen filmen. Für die, die jetzt nicht dabei sind, können sich das ja dann ein bisschen anschauen. Aber ja, ich glaube, es wird alles so stimmig und ich freue mich auch so, dass Sunny dabei ist. Und an dem Tag, wo Sunny dabei ist, wird die Katrin auch eine ganz, ganz tolle Kriege machen. Gerade eben für Selbstliebe und Selbstannahme. Und dann haben wir auch uns auch überlegt, dass wir öfters zum Strand gehen. Aber jetzt sind es zu viele Details, für die sie nicht kommen, interessiert es auch nicht. Und die kommen, die werden es auf jeden Fall erfahren. Also ich zeige euch trotzdem so ein bisschen, was ich jetzt schon mal eingepackt habe. Auf jeden Fall Dörrautomat, Küchenmaschine, Spiralschneider und so ein paar Proben von Pure Raw. Das muss meine Mutter alles mitnehmen. Das sind die leckersten Dicle Noir-Datteln von Alnatura. Dann Karapulver. Hier den Agavendicksaft. Und dann richtig, richtig cool. Ich habe richtig cooles Kokosfett gefunden. Oh nein, ich sehe gerade, dass das gedämpft ist. Ach du Scheiße, ich habe mich schon gewundert, warum das so günstig ist. Oh je, da muss ich morgen nochmal zu Alnatura fahren. Oh je. Auf jeden Fall 2 Liter Kokosfett werde ich auf jeden Fall noch holen. Dann haben wir Kokosblütenzucker. Und dann kommen noch so lange so Kleinkram. Alfalfa. Cashews findet man sehr schlecht. Dann Mungbohnen findet man bestimmt auch. Ich habe die jetzt einfach mal mitgebracht. Und weitere Sprossenmischung, Knoblauchpulver. Und noch mehr Datteln. Das wird viel leckere Süßigkeiten und Desserts geben. Genau, das ist dann quasi der Koffer, den meine Mutter mitbringt. Und ich habe hier nochmal einen eigenen Koffer, wo dann hier die Kurshefte sind. Auch ein paar Mitbringsel für die Clara natürlich. Hier diese kleinen Pixie-Hefte nehme ich viel Platz und sind echt süß. Und das sind dann die Kurshefte. Und hier nochmal ein Ersatz-Vitamix-Becher, so zum Mixen. Und hier auch ganz viele Goodies. Vanille und ganz viele Riegel. Hier habe ich jetzt auch noch ganz viele Proben von Pure Raw. Das wird dann alles für die Leute dann dort sein zum Probieren und zum mit nach Hause nehmen. Und ich glaube, das war es so im Groben. Also ich werde jetzt kaum Klamotten, ich werde alles an Klamotten da lassen. Die Cashews nehme ich mit, nehme ich teilweise für uns und für Sandy. Da gibt es aber keine Bio-Cashews und ja, ich glaube, das war es erstmal. Ist ja auch genug. Ich will noch sagen, dass ich mit Ryanair fliege, also für die, die das kennen, ich habe jetzt so einen kleinen Koffer mit 10, den ich mit ins Flugzeug nehme und ich habe extra Gepäck quasi, glaube ich, für 38 Euro oder sowas, nochmal 20 Kilo extra, das ist quasi dann der Karton. Genau, sagt mir, was ihr denkt von dieser krassen Aktion, also wir müssen länger auf Teneriffa bleiben für den ganzen Kram, den wir jetzt mit runternehmen, aber ich finde es auch schön, wenn wir uns da irgendwie einrichten, vielleicht so ein kleines, eine kleine Base dann dort haben, wo wir unsere Geräte haben, wo wir einfach geile Rohkost dann auch machen können und dann können wir ja immer von da aus noch reisen. Ich glaube, das ist für uns ganz gut. Aber es gibt auch voll die Neuigkeiten, weil wir ja schon lange denken, Clara braucht irgendwie eine Gruppe von Kindern. Also wir haben jetzt, entweder wir gründen jetzt eine eigene Kindergruppe, das ist jetzt die Überlegung. Und wir schauen, ob wir genug Leute finden und quasi Elternbetreuung noch machen, abwechselnde. Oder wir haben jetzt auch ganz, ganz, also Dennis hat ganz, ganz liebe Menschen in Guillemar oder da, nee, in Abades kennengelernt, die aber in der Nähe von Guillemar wohnen, wo wir auch den ganzen Sommer sein werden und die haben einen kleinen Kindergarten. Also wir schauen mal. Eigentlich wollten wir bis 3 warten, aber eigentlich merken wir auch, die Clara braucht es. Sie braucht es wirklich, auch wenn es nur 2 Stunden am Tag sind oder so. Die muss jetzt einfach mal mehr unter Kindern sein. Genau, was denkt ihr dazu? Könnt ihr auch gerne schreiben. Ich bin immer interessiert. Wir haben ja scheinbar sehr viele Follower mit Kindern und die auch sehr alternativ denken und würde mich auf jeden Fall interessieren. Wir weichen auf jeden Fall immer mehr von diesem Freilerner-Homeschooling-Ding ab, weil wir einfach
auch merken, dass das ja, vielleicht auch nicht für unsere Tochter nicht das Optimale ist. Und weil es einfach sehr viel Zeit und Kraft auch kostet und die Eltern, finde ich, sehr, sehr viel Engagement zeigen und sehr viel Kreativität da reinstecken müsste, quasi auch ein Fulltime-Job. Und wenn man das nicht macht, finde ich das einfach ein bisschen nachlässig. Aber ja, sagt ihr, was ihr dazu denkt. Bis später. Wir haben schon Verstärkung, darf man nicht eigentlich filmen? Nicht so gerne. So, wir müssen gerade hier ein bisschen umbauen. Wir haben jetzt einen Dörrautomat auf Teneriffa. Juhu! Wobei wir mit der Sonne eigentlich ganz gut klargekommen sind, ne? Jetzt essen wir erstmal Wassermelone. Hier sind schon die ganzen Avocados, die schon vorreifen müssen. Wo ist meine süße Clara? Clara. Clari Maus, komm mal her. Oh, der Elefant. Ja, was ist das denn? Komm, wir würden uns jetzt bald auf den Weg machen Richtung irgendwo, wo ihr vielleicht schon seid. Sag mal Bescheid. Mama und Clara. Mama und Clara. Mama ist ja da.